Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in Thüringen. Wir werden jetzt ein bisschen Gülle verkaufen an unsere BGH von unseren Kühen. Die haben ein bisschen was dazu gesorgt, ist noch nicht viel, aber wir brauchen ein paar Einnahmen, um die Zinsen zahlen zu können. Und hoffentlich ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen Plus machen. Ja, und ansonsten wird Feldarbeit weitergemacht und wir werden noch Bäume fällen nachher, nachts. Wir gehen auf 30 ab, also bald dunkel ist nachher, ne? Ich muss Licht anmachen hier. Sonst siehst du mich gar nicht. Komm. 110. Oh, da sind wir schon bei der Klärgrube. 12.000 hat der eine Trigger. Oh, das duftet wieder heute. Parfüm. So, Blaulicht an. Jetzt freut man eine. Die wilden Farbe. Aber die bleiben überhaupt nicht stehen, hä? Die ist wie einprogrammiert. Die fahren drauf zu. Die kennen da nichts. So, ich habe 15.000 rausgeholt. Liter. 15.538. Hast du auch? Gülle. Gülle, ja. Hast du auch so viel? Nein, nur 7.000, aber die Schweine geben ein bisschen weniger, ne? Muss mehr Wasser geben. Naja, ich habe eh schon so viel Wasser drinnen, wenn sie nicht mehr saufen. Ja, dann musst du was reinmachen, durstig machen, ein bisschen Salz. Ja. Klappt bei mir immer, wenn man ein bisschen Salz essen muss, dann habe ich Durst. Ja, darum stellen sie in der Kneipe immer so Leute am Tisch, ne? Ja, das ist gewusst wie. Die sind ja nicht blöd, ne? Darf es ein bisschen knapper Spaß sein, ne? Ja. Ah, jetzt gibt Gülle raus. Bekehrten Punktes. Bin ja gespannt, was es heute Nacht gibt für die BGH. So. Ich habe nämlich bei der Marsch mal so einen anderen Tank gekauft, einen Silotank, ne? Und wollte ja eigentlich Gärreste einfüllen, ne? Was habe ich da gesucht? Wieso geht das nicht? Ne? Hatte ich mir Original gekauft? Ja, da geht's. Ich wurde fast wahnsinnig. Bis mir so einfiel, oh, Silo. Denke, aha, Mehl. Und so ein Klumperzeug. Und da wollt ihr Gärreste reinfüllen? Ja. Das ging nicht. Ich meine, logisch, wenn das für Mehl gedacht ist, ist er ja nicht so dicht wie normalerweise, ja, wie so ein anderer Tank normalerweise, obwohl es im Grunde die gleiche Bauweise ist, ne? So, gehen wir auf 30, ne? Wird dunkel. Ja. Gott sei Dank zahlt Kursblech ein Lohn.
Wäre ich schon bankrott. So. Heute machen wir Geld mit Holz. Mach fürs Sägewerk sparen, ne? Das wäre was, ne? So. Also im Wald merkt man schon, dass jetzt viel rumliegt, dass er jetzt ein bisschen mehr einbricht. Eine FPS-Zahl. Ja, wenn man es wieder wegmacht, ist wieder besser, ne? Ja, ja, logisch. Aber man merkt es halt, ne? Ist ja normal, ist ja mehr. Es wäre ja so, wenn du jetzt theoretisch viele Ballen pressen würdest und du würdest sie sehen, das muss ja entsprechend auch berechnet werden, ne? Ja, bei den Ballen merkst du es auch ganz stark, wenn die, was die gestapelt hast und die wackeln ein bisschen oder so, da ist es oft ganz schlimm. Ja. Ja, ich habe jetzt da im Wald 40 FPS. Ich habe aktuell 36, 38, wollte ich gerade Holz fahre, ne? Ah, da ist sie schon vorbeifahren. Ja. Mit der wertvollen Fracht. Warte mal, ich glaube, ich habe den LKW stehen lassen. Ich muss den LKW wegfahren. Den schubst du beiseite, schubst den Graben rein. KI-Fahrzeuge kannst du ja nicht schubsen, aber anderes schon. So, ich habe schon Platz gemacht. Ich dachte, ich muss ihn in den Wald einschieben, in so schön, einen schönen Bach. Hast du ihn selber reingefahren? So. Leuchtet's mir. Ah, der hat da Holz dabei. Ja, gibt's. Ich mach ein bisschen Licht. Oh. Dunkel. Hier ist dunkel. So, 55.000. Ja, das klingt gut. Ja, 20.44 Uhr. Ups. Oh, oh, Auto, Auto. Bumm. Bist du jetzt gegen meinen LKW gefahren? Nee, nee. Da kam gerade so ein PKW, der hat meinen Anhänger gerammt. Was ist das? Und der ist weitergefahren. Fahrerflucht. Ja. Hast du das Kennzeichen notiert? Ja, der hat sowas, glaube ich, gar nicht, du. Alle Schwarzfahrer hier. Ohne Kennzeichen? Ja. Ja. Vielleicht besoffen oder so. Wahrscheinlich. Muss ich mal schauen, nächstes Mal. Straßensperren aufbauen. Dann melden morgen wieder Wolken. Ich werde noch mehr Regen kriegen, ne?
Und doch macht's ja nichts. Aber mir ist das ganz egal. Naja, bei der Aussaat ist nicht die Frage. Bei der Ernte ist nur blöd nachher. Ja. Aber da kannst du eh nichts machen. Oder wenn du treu machst oder so, ne? Aber sonst. Da werde ich mir eine Halle aufstellen. Ist einfacher. Da fährst du rein und bist mit durch. Und so musst du wieder fahren, dann musst du sammeln, dann musst du ja, pressen. Oder Anhänger ist voll, fällt unten runter, die Sau, die. Was da hinten drauf, die Sau. Gut, voll. Dunkel sehe ich die Baumstumpen nicht so. Mal ganz kurz abladen, ne? Besser. So. Abladen. Wenn man die zuerst machen würde, die Scheiße liegen, dann wäre es gut. Stellen wir um nach vorne und dann geht neu los. So, nächste Fuhre, Holz. Du bist fleißig heute. Ja. Jetzt werde ich von rechts überholt, ich glaub's doch gar nicht. Diese blöden Autos fahren hier. Teilen die noch. Ich brauche einen Radlader, einen großen. Mit der vorne Kneißzange, dass man ein bisschen die Autos nimmt und dann. Naja, die sind so programmiert, die fahren ihre Strecke ab und das war's, ne? Wenn du Pech hast, werde ich noch gerammt jetzt in einer schönen Kurve. Ah, Glück gehabt. In Elbe habe ich die Autos von der Straße geschoben. Mit einem Radlader. Was machen die dann? Versuchen es trotzdem zum Weiterfahren, oder? Die fahren trotzdem weiter. Aber ich habe nicht gemerkt, dass sie plötzlich quer über ein Feld gefahren sind, teilweise. Und die machen zwar keinen Schaden, ne? Aber das Programm kam nicht damit klar. Na, jetzt kriegst du ja gar nicht bewegt, das ist ja wie Beton, also die stehen ja im Prinzip. Selbst ein kleiner PKW ist ja richtig fest. Ich will wieder Geld verdienen, 52.000. Bin reich, ja. Das war Spaß, wenn sie die Autos ins Feld reinsteuern würde oder so. Ja. So ein Motten wie ein Panzer zum Beispiel. Bumm. Bumm. Wird mir gefallen. Gibt ja so ein Spiel, SimCity, und da. Oh, 11.000. BGH. Nur die Hälfte.
11.000. Mietkosten Fahrzeuge 41. Oh. Ah, Mietkosten habe ich gar nichts. Ja, da muss ich nochmal sehen, weil Fahrzeuge loswerde jetzt. Ja. Ich muss gleich mal schauen. Die ich nicht brauche. Das ist hier der eine K2. Kann ich abgeben. Steht vom Acker, das ist egal. So, den LKW brauche ich noch und den Pinose auch. Müsste ich mir als nächstes kaufen. Wenn mir einer das Geld gibt. Ich meine, wenn die Fahrzeuge nicht nutzt, dann kosten sie nur Gebühren, ne? Also einfach Gebühren. Aber wenn du jetzt dann nicht fährst, dann kosten sie richtig Geld. Ja, pro Stunde dann. Das ist, wenn du eine Stunde voll hast, wird es richtig teuer, ne? Ja. Aber wenn du halt mehrere Aufgaben machst, ist das ja schwierig, weil. Weil du willst ja mehrere Sachen schaffen. Also brichst du mehr Fahrzeuge an in einer Stunde, dann wird es teuer. Also LKW für Holz zum Beispiel. Oder ja. Die Pinose, ne? Dem auch nachts, wenn wir auf 30 fahren, wird es auch teuer werden. Ah gut, dann muss ich sehen, dass ich mir die Fahrzeuge immer. Selbst kaufen. LKW kann man sich noch kaufen, da geht ja noch einigermaßen. Muss ich nicht so. Zumindest das, was man öfters braucht, ne? Ja. Na, der Pinose ist recht teuer, aber LKW kostet ja noch nicht so viel. Muss ich nur bei dir hingehen, LKW klauen. Dann kostet er gar nichts. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Mal ein bisschen kürzer als vorher. Normale Zeit halt, ne? Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Tschüss.